Hallo und willkommen zurück zu einer Folge Ion. Heute mal ganz ohne Teammates, wie man sieht. Komplett alleine. Aus dem einfachen Grund, da ich noch einen Dungeon abschließen muss, wo ich in der letzten Folge gestorben bin. Und da man das ja nur alleine machen kann, mache ich das hier heute auch alleine. Dazu muss ich mit der Leute Glaube reden. Ja, genau. Wir werden das Dungeon jetzt ganz in Ruhe durchspielen. Ja, und dann sehen wir einfach mal weiter, was passiert. Chromede, seht euch das an. Magas Trank. Er befindet sich im Tempelgewölbe. Das Tempelgewölbe? Es ist das Heiligtum von Sils Sperrlegion. Seid ihr denn von Sinn? Wie könnt ihr solch einen Plan doch nur in Erwägung ziehen? Es gibt keinen anderen Weg. Propstin muss wohl gerettet werden, stimmt's? Tut es. Und ich garantiere für eure Sicherheit. Und vielleicht auch Robstins. Euer Wort, dass ihr Robstin nichts antut. Und dass es das war. Das ist das letzte Mal. Ich, Kaliga, gebe euch mein Wort. Danach werde ich euch um nichts mehr bitten. Lady Seal, vergib mir! Bitte! Bitte! So, das kurze Einführungsvideo, was immer kommt. Und ich würde sagen, wir ziehen jetzt los und erledigen einfach mal die Gegner im Dungeon. Und hoffen, dass wir es jetzt mal ohne Probleme schaffen. Der liebe Tyrox ist nämlich auch schon so weit, dass er das Dungeon komplett geschafft hat. Leider sollte er das nicht machen. Ja gut, jetzt hat er es gemacht, wir können es nicht mehr ändern. Und ja, deswegen habe ich mir gesagt, ich spiele das jetzt einfach so durch. Denn das geht ja ruckzuck hier, wie man sieht. Erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen, inzwischen den Aufnahmen liegt um eine Woche. So, wir müssen jetzt den ganzen... das ganze Dungeon nochmal machen. Ich werde das in so wenig Folgen wie möglich jetzt verpacken, ne? Sprich, durchrennen, zocken, kämpfen. Und wenn die Folgen etwas länger als 15, 20 Minuten gehen, dann ist es halt. So, bis zu einem gewissen Punkt waren wir ja schon. So, den da greifen wir jetzt an. Euer Ziel ist nicht zu finden. So, ihr seht, es geht ruckzuck und sehr einfach. So, bup.
War das das I? Ja. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Das heißt, wir müssten auch noch mal diesen komischen Gnom bekämpfen. Oder was das ist. Schade, dass man hier nicht schneller rennen kann. Ja, jetzt kommt das nämlich. Das ist kein gültiges Ziel. Mimi. Das ist kein gültiges Ziel. Oh, schön. So, dann greifen wir den da an. Euer Ziel ist nicht zu finden. So, dann den da. Den da noch. Und direkt instant rein zum Zyklopen. So, den Schlüssel nehmen wir uns. Jetzt gehen wir das Schloss hier aufmachen. Und kämpfen direkt. Wir sind nicht feige. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Was denn? Sieht schön aus. Ihr habt kein Ziel ausgewählt. Verwandlungstanken und noch irgendwas. Den werden wir aber nicht benötigen. Wir haben ein bisschen was im Gepäck. Was wir aber vorerst nicht brauchen. Noch mal 35. So. Und auf geht's. Ja. Ernsthaft? Das ist das falsche Ziel. Gebt mir den Schlüssel. So, weiter geht's.
Omede ist eingetroffen. Zeigt, was ihr mir gebracht habt. Lasst mich zuerst Robstin sehen. Keine Sorge. Ich werde euch unverzüglich zu ihm bringen. Was sollen wir mit Komeda machen? Wir haben den Trank nun bereits und der Archon der Dämmerung weiß sicher, dass da etwas vor sich geht. Entledigt euch ihrer. Doch zuallererst kümmern wir uns um Robstin. Jawohl, mein Herr. Rutan, ihr wagt es, mich zu hintergehen? So, da ist die junge Dame etwas stinkig. Aber ist ja normal. So. Das ist das falsche Ziel. So, und jetzt ist der hier. So, und der versiegelte Schlüssel. Wir brauchen jetzt eigentlich bloß nach da hinten durchrennen, da wir das hier alles schon mal gemacht hatten. Das ist kein gültiges Ziel. Kettenschulterschutz der Erde. Da wollen wir noch mal kurz reingucken. Kann ich nicht verwenden. Schade. Ihr habt kein Ziel aufgegeben. Nein, Chromede! Lauft! Verlies Türschlüssel. Okay, also muss man doch erst dahinter. Euer Ziel ist nicht zu finden. So, auf zum nächsten Gegner. Direkt durchrushen hier. Und auf zu dem. So, irgendeine Membran, okay.
Ja gut, ich muss jetzt erstmal heilen. Das heißt, ich werde jetzt hier kurz einen kleinen Cut machen und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder zurück nach dem kurzen Cut. Und wir kämpfen natürlich weiter. Ja gut, da bin ich erstmal langsam gemacht worden. Von wem auch immer. Ja, nichtsdestotrotz, wir werden gewinnen. Auch wenn uns hier gerade vier Mann im Blickfeld haben. Euer Ziel ist nicht zu finden. Hey, wo ist er denn? Oder? Und da bist du down. Da guckst du Blade, hä? So. So, dieses Bing-Geräusch, wenn ihr das auch hört, das ist nur, weil ich mir einen Heiltrank gönne. Hier kommt ihr niemals leben. So, da haben wir den Schlüssel. Sollte ich sie öffnen? Interessant. Da gab es jetzt die Explosionsperle. Ja, wo legt man die denn hin? Wir tauschen die zwei einfach mal. Ah, okay. Normalerweise müsste ich jetzt wieder warten, bevor ich weiterkämpfe, da wir ja beim letzten Mal so low-levelig waren und verreckt sind. Keine Ahnung, wie ich das jetzt anstelle. Wir rennen erst einmal zurück. Der Dude ist nämlich jetzt leider Gottes tot. Ja. Haben wir irgendwas, womit wir uns auf die schneller instant heilen können? Ja, da hat man noch was. Oh, kleiner Du. Du bist als nächstes dran. Das falsche Ziel. So. Der war jetzt down. Tot. Hingerichtet. Wie auch immer. So, und jetzt kommen nämlich gleich diese verkackten Fledermäuse, die uns das letzte Mal hingerafft haben. So macht man das. Das hätte ich das letzte Mal auch machen sollen. Euer Ziel existiert nicht. So. Ich würde sagen, weiter geht's in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da und... Nachdem ich dieses Dungeon definitiv abgeschlossen habe, werden wieder Black Moon, Sissy und Tyrox mit dabei sein. Und schaltet zur nächsten Folge wieder ein, wenn es heißt Aion. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.
Rockstar, denn